Hörst du das? Das war mein Mann. Er übt gerade seinen Reviergesang, damit andere Uhus wissen, dass wir hier zu Hause sind. Ach übrigens, wir bauen, anders als andere Eulen, keine Nester. Unsere Eier legen wir direkt auf Felsvorsprünge. Ihr sagt dazu auch Felsenbrüter. Die Waldohreule beispielsweise benutzt verlassene Nester von Greifvögeln. Und der Sperlingskauz nistet gerne in alten Baumhöhlen von Spechten. Das ist ein Gewölle. Wir Eulen spucken die Haut, das Fell und die Knochen von Tieren, die wir mitgefressen haben, wieder aus.